Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Tor Plactation Inc. Evolve. So, wir haben ja mit unserer Art Spaghetti gestern, oder ja, vorgestern eigentlich, ordentlich verkackt. Ja, jetzt werden wir das halt nochmal machen, aber ohne Übelkeit. Ja, wir werden auch diesmal wieder in Brasilien einfach anfangen. Gleiche Voraussetzung. Oh, Schluck auf. So, genau. Wir tun jetzt erstmal hier vorspulen. Keine, gut. Wunderschön. Ja. Jetzt erklären sie uns natürlich wieder hier, dass wir alles drücken können und so weiter und so weiter. So, gehen wir erstmal auf die Übertragung und zwar übers Wasser. Yep. So. Immer her damit. Was? Schweres Erdbeben in Schweden. Kann man gar nicht sehen. Hat hunderte in Brasilien, okay. Jetzt haben wir schon mal die ersten Infizierten. Sehr schön. Über Luft natürlich, damit wir auch über, ins Dings kommt, im Flugzeug. Und gleich werden wir auch schon mal den ersten Kältebonus aktivieren. Das ist schon mal ganz okay. Damit wir doch dann irgendwann rüber kommen können. Ja, die erkranken jetzt immer schneller. Das ist wunderschön. Peru wurde infiziert. So, das erste Land. Halt dich nur noch mit. Okay, her damit. So, dann gehen wir noch mal schnell auf die Übertragung. Und zwar machen wir über Blut. Über Blut. So. Warte mal, was? Okay, in Englisch. Schade, dass es nicht hier in Deutsch da stand. Das war gerade sehr schade. Blutdetekt infizierten. Achso, ja, Menschen erkranken. Gut. Rote Infektionsblasen, ja, das wissen wir. Sehr schön, wir sind in Europa angekommen und in Afrika. Nein, wir möchten, dass du nichts entwickelst. Wir haben ja letztes Mal gelernt, das ist schlecht. Oh, in Australien. Rosa hat vorhanden. Achso. Stimmt, die Medizinresistenz hier. Oh. Ach Mist, jetzt habe ich das einmal entwickelt und wieder zurückentwickelt. Oh. Na gut. So, jetzt aber. Jetzt können sich auch hier mehr infizieren. Sehr schön. So. Wohlhabende Länder haben neue Gesundheitsrichtlinien verabschiedet, die sie weniger anfälligen gegenüber Krankheiten macht. Wollen die mir sagen, dass jetzt noch weniger krank werden? Nee. Gut. Wie sieht's in Japan aus? 11, 12, 13, steigend. Alles okay. Alles vollkommen okay. Ups, da oben. So. Ah, es wird langsam, es wird. Das ist doch sehr schön. So, dann hauen wir gleich noch den nächsten Kältebonus rein. Ja, so. Und schon ein Symptom entwickelt. Yep, dankeschön. Also, wir behalten erstmal das bei uns bei. Boah.
Mann, gleich so viel hintereinander. Okay. In Korea. Ah, ist der Kältebonus, der jetzt so langsam hier angreift. Ja, immer her damit, immer her damit. Wir brauchen jetzt wirklich jede Punkte. Weil es sieht ziemlich mau gerade aus mit 38 nur. Also wir brauchen noch ein paar mehr Punkte. Ist okay, aber 1 Milliarde Infizierte haben wir schon mal. Oh, das wird echt mau. Maus, da bist du. Okay. Da gab's die Toten. Ah ja. So, wieder Symptome entwickelt. Das nehmen wir gleich wieder raus. Diesmal wollen wir hier nichts den Zufall überlassen. Wir wollen wirklich doch diesmal alle infizieren und dann doch die Welt ausrotten. Wir wollen ja dann irgendwann weiterkommen. Na, keiner mit. So, wir haben jetzt 107. Das ist okay. Ich glaube aber 180 brauchen wir. Okay. Aber wenn es so weiterläuft, sieht es gut aus. Muss ich ja zugeben. Wie sieht es uns russlandmäßig aus? Ah, Symptom, das war weg. So. Okay. Ja, wir haben Grönland. So. Mal kurz gucken. Polen und Schweden fehlen mir noch. Also die kriegen wir auch noch. Das ist ja Festland. Das heißt, die kommen da auf jeden Fall noch hin. Seht ihr? Polen. Mal gucken, haben wir hier alle infiziert schon mal. Jetzt heißt du noch steigen lassen. Das dauert jetzt etwas. Okay. Na, her damit. Gerade wenn man sich einmal juckt, ey, und nicht die Hand an der Maus hat. Dann kommt so eine Blubberblase. So, 160 haben wir schon mal. Wird eng, wird eng. Aber wir brauchen noch ein paar DNA-Blasen am besten, damit wir noch ein paar Punkte reinbekommen wenigstens. Aber mit dem Punkt wäre schon beschissen, also wir bräuchten schon ein paar Punkte mehr. Na gut. Ach, in Kanada sieht es gerade so schwer aus. Grönland wird langsam voller. Mann, da haben wir fast 35 Millionen vor uns insgesamt. Das kann dauern. Aber der Rest hier ja auch, hier oben, hier. 2 DNA-Punkte, na, das wird da. Das wird auch langsam. Nein. Trotzdem danke für die DNA-Punkte. Italien, ja, die brauchen noch alle. Ja, wie viel sind noch gesund? Über 100 Millionen, okay. Oh,
Oh, die infizieren dauern etwas. Aber wir haben auch die Infektionsrate ja auch nicht so hoch geprüft, sondern nur über die drei Sachen hier. Na gut. Heißt abwarten. Aber wenigstens weiß die WHO immer noch nicht von uns Bescheid. Das ist schon mal sehr gut. Was atmest du so schwer? Ah, die 180 kommen wir vielleicht noch so ran. Liegt ja gerade ein Großteil der Menschheit. Achso, ja, infiziert, genau. Ja, aber wir wollen hier noch nicht loslegen mit Töten. Weil, wie ihr seht, hier fehlen noch über 30 Millionen. 50 Millionen sind es noch. Keine Ahnung, wo die restlichen sein sollen. Auf jeden Fall hier noch. Was haben wir noch? 30 Millionen? Okay. Irgendein Land? Kleines Land? So, na. Keine Symptome bitte, danke. Aber wenn jetzt Kanada das einzigste Land ist, was noch 13 Millionen hat, aber wir insgesamt auf der Welt noch über 14 Millionen Gesunde haben, muss doch irgendwo ein anderes Land sein, was noch gesund hat. Das war auch nicht mal so lange, aber... Ah, die Insel da unten. Neuseeland. Gut. Kanada und Neuseeland. Doch noch. Gut. Auf jeden Fall 180 haben wir schon mal. An Punkten, das ist schon mal sehr schön. Jetzt kriegen wir gleich den letzten Infizierten ran. Okay, den letzten gesunden Patienten. Schwupps, her mit den Punkten. Alle auf jeden Fall infiziert. So, wo? Kann tödlich enden. Kann tödlich enden. So. Jetzt heißt los geht's. Okay, während einer Untersuchung fand ein Arzt in Neuguinea eine neue Krankheit namens Blink Dog. Sie scheint harmlos, muss aber untersucht werden. Sie tritt auch woanders auf. Achtung, und los geht's. Erste Todesfälle durch Dark in China bestätigt Pest oder der Anfang einer etwas schrecklicheren. Es wird schrecklich. Norwegen macht als erstes Land zu. Ja genau, jetzt geht's los mit Heilmittel. Ich kriege keine weiteren DNA-Punkte rein, sehe ich gerade. Das ist gerade schlimm, weil... Leute, ihr könnt doch nicht... Okay, jetzt haben wir ein richtig arges Problem. So. So. Wir müssen die ja, weiter. Schön. Entwickle Symptome. Jetzt darfst du's. Wir müssen echt die Medikamenten zuvor beenden. Also hier. Oh, sieht gut aus. So.
Gut, Wissenschaftler tun sich schwer, die außergewöhnliche Mutation von Big Nug zu verstehen. Laut WR-Forscher schadet die Bemühung das Heilmittel. Ja. Geschafft. Ja, fliegt ruhig hin und ja, jetzt war's das. Puh. Boah, ich habe echt gedacht, jetzt ging aber der Arsch auf Grundeis. Ich dachte, das kriegen wir nicht mehr hin. Aber unser Kopfvirus, unsere Spirellis haben da sich. Hat die Welt trotz aller Bemühen zerstört. Die letzten verbliebenen Menschen liegen in Sterben und haben keine Chance. Mal gucken und. Na? Ich hatte mal einen Teil, wo nur ein Mensch war. Ein Mensch, ein. Fünf. Wo leben die letzten fünf Menschen? In Neuseeland. Da unten, wo auch das Heilmittel gerade gemacht wird. Achtung, Puff tot. Das waren die letzten Piloten. Puh. Also das war jetzt gerade wirklich Arsch auf Eimer eigentlich fast. Na gut, die haben zwar das Heilmittel nur auf, ich glaube, was war das, 62-60% um den Dreh hingekriegt. Aber, als hätten wir die weiteren Punkte nicht mehr bekommen, muss ich ja zugeben, hätten wir auf jeden Fall verloren. Weil, oder ich hätte einfach offscreen warten müssen, bis wir ein paar Punkte mehr drin haben, damit wir halt noch tödlicher sind. Aber es ging ja dann, ein Glück, ey, puh. Ja. Was haben wir denn hier gemacht? Heilmittel? Ach, da steht's noch. 55% fertig. Okay. Es war komplex, das ist klar. 3, 6, 9, 12, 15, 18, gut, 6 Jahre hat's gedauert. Okay. Kann man sagen, fast 6 Jahre, so um den Dreh. Vielleicht 5,5 nur. Oder nur 5 Jahre. Was hat schon? Okay. Genau, Krankenwagen. Gut. Okay, wir haben alle getötet. Alle infiziert. Ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Oder sehen wir uns beim nächsten Mal? Bin gerade überlegen. Hau ich noch eins ran? Nee, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euch noch einen schönen Abend und bis dahin. Ciao, ciao.